Wir klappen jetzt so langsam aber sicher die Open de Natation zu, die fünfte Ausgabe. Und das ist der letzte Wettbewerb. Mit dreifacher deutscher Beteiligung. Lisa Fitting, Femke und Silke Lipok sowie Dorothea Brandt im Duell mit Femke Heemskerk. Also das ist nochmal eine richtig spannende Geschichte. Doro Brandt ja eher so die 50 Meter Spezialistin fast schon auf Brust und im Freistil. Ist Fünfte geworden auf der doppelt so langen Strecke auf den 100. Vizemeisterin über die 50. Jeweils beim Titelgewinn von Britta Steffen. Dorothea Brandt wird unter den gelben Leinen auf der 6 schwimmen. Darüber auf der 5 die deutsche Meisterin über 200, Silke Lipok. Das große Talent aus Pforzheim. Dann oberhalb von Silke Lipok, direkt an ihrer Seite. Femke Heemskerk, die Kurzbahn-Vize-Weltmeisterin über die 100. Staffel-Olympiasiegerin. Und oben auf der 2 ist Lisa Fitting, die Vizemeisterin über 200 bei den Deutschen. Jeweils Dritte geworden über die 50 und die 100. Dazu noch die Achte von Budapest, Katarzyna Wilk aus Polen, ganz oben auf Bahn 1. Darunter Fitting, dann die Rosin Popova auf der 4, Heemskerk, auf der 5, Lipok, auf der 6, Brandt. Auf der 7, Lemos Barbosa, die Brasilianerin. Und eine ganz junge Französin mit Charlotte Bonnet unten auf Bahn 8. Aber die Musik spielt bei Bahn 4, Femke Heemskerk. Die hier sehr, sehr gut unterwegs ist. Vielleicht sogar eine 52er Zeit zu schwimmen. 52, 53, na jetzt wird sie noch langsamer, um das Ganze durchzuziehen. Ein bisschen Stehvermögen fehlt noch hinten raus, aber ist verdammt schnell angegangen. 53, 60. Riesenzeit von Femke Heemskerk. Silke Lipok wird Dritte, Lisa Fitting Zweite und Dorothea Brandt muss sich dahinter einsortieren. Aber gut, das ist auch nicht so ganz ihre Spezialität, die 100. Und Femke Heemskerk, wenn ich das richtig sehe, neue Weltjahresbestzeit in ihren 53,60. Damit hat sie die Marke aus dem Juni von vor kurzem von Francesca Halsall, der Britin, unterboten um eine Hundertstel. Femke Heemskerk selber mit 53,7 bislang in dieser Saison und jetzt mit 53,6. Aber Veronika Popova wird Zweite, Silke Lipok wird Dritte in 55,09.